Jo, servus liebe Leute und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Silent Ghost. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einer weiteren schnellen Platin hier auf meinem Kanal. Das Ganze machen wir heute hier mit Tamiku. Ja, das Ganze ist zwar schon ein bisschen älter, ich glaube, Moment. Ja, seit September 2020 gibt es das Ganze schon. Aber es ist mal wieder eine Platin, die an mir vorbeiging. Aktuell ist das Ganze hier im Sommersale ein bisschen reduziert. Und habe mir gedacht, komm, jetzt nehme ich mal das mal und mach mal die Platin und mach dazu doch dementsprechend den Guide. Ja, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, bei dem die Platin oder beziehungsweise das Game auch an einem vorbei ist, so wie bei mir. Ja, da gibt es ja immer so einige Games. Ja, man ist ja nicht immer so komplett auf dem neuesten Stand, oder bekommt mal das eine oder andere nicht mit. Und ja, 12 Trophäen hat das Ganze insgesamt. Und ja, ich denke mal so 10, 15 Minuten braucht man für das Ganze hier, je nachdem wie gut man durchkommt. Und dann würde ich sagen, reden wir nicht lange um den heißen Brei, fangen wir direkt mal an und let's go. So, ich hoffe, dass mit der Kamera passt. Ich muss die Kamera ein bisschen verkleinern. So. Damit ihr uns nicht stört, wenn wir, denn wir brauchen hier bei dem Game das komplette Sichtfeld. So, hauen wir direkt an, legen wir direkt los. Ja, was müssen wir hier machen? Ihr seht, das passiert jetzt alles hier von selbst. Und ja, wir müssen halt dementsprechend hier diese Balance einsammeln und ja, in den Leveln gibt es verschiedene Hindernisse, ja, Gegner. Und da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht sterben. Wenn wir sterben, ist das nicht schlimm. Dann können wir das Level auf jeden Fall neu starten. Und wir haben zwar Punkte hier. Die Punkte werden dann dementsprechend nicht mehr da sein. Aber das ist für die Platin nicht relevant, hier die Punktzahl. Sondern lediglich das Abschließen der Level. So, jetzt geht's hier ein bisschen schneller. Ja, ist der Panikmodus. Hep. Oh ne, das schaffe ich nicht. Ah. Und dann bewegen die Gegner sich hier auch dementsprechend einen Ticken schneller. So, da bin ich jetzt natürlich ungünstig herabgesprungen. Aber ja, wie gesagt, ihr könnt ruhig sterben. Das ist alles gar kein Problem. Ja. Wie gesagt, die Punktzahl ist dann dementsprechend am Ende weg. Aber, wie gesagt, kein Problem. Wir brauchen die Punkte nicht. Wir müssen lediglich nur diese Level abschließen. Ich glaube, 9 Level sind es insgesamt. So, vor dem Roten da oben müsst ihr euch auf jeden Fall in Acht nehmen. Der wird euch immer verfolgen. Ja, und euch den Weg quasi absperren. Oder versperren, besser gesagt. Und wow. Wenn der Panikmodus kommt und die Gegner werden schneller, wird der dementsprechend auch schneller. Und ich kann euch sagen, der geht ab wie Zeppchen. Und das kann schon übelst stressen. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Wow, 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 wow. Boah, das war eng. So, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, das war klar. Oh, geh weg. So, noch ein Ballon. Hep, nice. Ja, wie gesagt, der kann schon ganz schön stressen, der Kerl. Da. So, haben wir hier schon den nächsten Level am Start. So, manchmal könnt ihr auch hier so an der Seite so durchlaufen. Ja, so wie hier. Zack. Oh no. No, no, no. Oh, das war eng.
Na? Oder? Nice. Das lief doch mal gut. Ohne zu sterben. Nice. Also wie gesagt, sterben ist kein Problem. Dürft ihr ruhig. Die Punkte sind, wie gesagt, scheißegal. Die interessieren bei der Platin keinen. So, hier müsst ihr auf die Schneebällen da achten. Ja, das war klar. Den habe ich zu spät gesehen. Nein. Weg. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ich vergesse immer, dass die da runterfallen. Ich brauche mir eigentlich gar keine Sorgen machen hier im Eck. Nice. Haben wir. Oh, Bonus-Level. Ja, das Bonus-Level ist für uns eigentlich eher irrelevant, sag ich mal. Also eigentlich, glaube ich, nur für die Points. Also ganz irrelevant ist es nicht. Wir müssen es lediglich nur abschließen, ja, für die Trophäe. Also es ist eigentlich, ihr müsst da jetzt nicht unbedingt irgendwelche Luftballons einsammeln. Könnt ihr natürlich machen. Ist aber letztendlich, glaube ich, relativ egal. Ist vielleicht wahrscheinlich nur für die Statistik oder so. Liegt er jetzt einfach darum, dass es, wie gesagt, ist egal, wir müssen es nur abschließen. Sonst kommen eh keine Ballons mehr. Das ist egal. So, Trophäe haben wir. Nice, ab ins nächste Level. Na, immerhin sehr gut. Ja, also. So, Bombenfeld. Oh, das war eng. Ganz knappe Geschichte hier. Ah, nehmen wir noch einen Donut mit. Nein! Oh, das war... Puh, wow, wow. Nein! Ich hab's ein bisschen hektisch da. App. Wow. Nice, haben wir. Ah, die Diebesmine. Oh, falsche Richtung. Eieiei. Das war eine knappe Geschichte. Beeil dich! Nice. Hopp, hopp, beeil dich. Sehr schön. Runde 7.
Nice. Aber war knapp. Wir haben nur ein Herz übrig. Aber hat funktioniert. Höhle der Monster. Okay. Dass man da nicht so durch kann. Aber nichts ist unmöglich. Ha, hab ich ihn ausgetrickst hier. Ja, ne? Ich muss gerade nicht so recht, wohin mit mir? Der Sommer, der weckt der blöde Geister. Nein. Nein. Ja, das war jetzt. Egal, ob ich jetzt hoch oder runter gegangen wäre. Ey, der geht mir mit seinem Boomerang da, oder was es ist. Echt auf den Keks gerade. Geh weg. Schnell. Ah, nice. Das war ganz knapp, Leute. Ganz, ganz knapp. Ah, da haben wir schon Platin. Cool. War witzig, auf jeden Fall. War echt witzig. Nice, haben wir es schon. Da. War witzig, gar nicht mal so schwer. Okay, ich bin das ein oder andere Mal gestorben, aber war echt spaßig. Da haben wir sie. Nice. Ja, Leute, das war mein Platin-Guide zu Tamiko. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, liken, kommentieren. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Servus.